Hallihallo. Ja, mein Name ist Bianca Werner von Biancas Bastelspaß und ich möchte euch heute zeigen, wie ich bei dieser Karte diese Spiegeltechnik hinbekommen habe. Das ist gar nicht so schwer und man muss nur wissen, wie. Genau. Oft hat man ja bei den Motiven jetzt hier wie bei den Hunden, die wir gerade im Frühjahrs-Sommerkatalog mit drin haben, immer nur diesen einen Hund, der in die eine Richtung schaut und manchmal hätte man den eben gern, dass die sich so gegenseitig anschauen oder so oder man möchte doch mal von der anderen Seite einfach, dann wendet man die Spiegeltechnik an. Das kann man natürlich mit Tieren machen, genauso mit Bäumen, die man nach unten spiegelt, wie in einem See. Da gibt es mehrere verschiedene Varianten. Das Ganze kann man natürlich auch bei den Katzen machen. Das zeige ich euch nachher dann noch. Aber jetzt fangen wir einfach mal hier mit den Hunden an. Bei den Hunden funktioniert das so. Und zwar, wir nehmen uns diesen Hundestempel. Wir brauchen Klarsichtfolie. Die braucht man, damit man das Ganze spiegeln können. Also wenn ihr diese Glasichtfolie bei mir kauft, dann habt ihr da zwei große 30,5 x 30,5 Papiere oder Folien. Ich habe jetzt einfach hier so ein Stück mal davon genommen. Und normalerweise läuft es ja so ab, dass ich meinen Hund einfach aufs weiße Papier stempel. Und, also das wird jetzt mein Hund Nummer 1, der kriegt jetzt noch ein paar Pünktchen. So, jetzt muss ich mal kurz drüber gehen. Das ist das Schöne bei diesen Klarsichtstempeln, dass wir ja schön durchsehen und dann gut stempeln können. Da gibt es passend eine Handstanze mit dazu, die finde ich total süß, eben auch mit den Herzen noch mit dabei. Erleichtert mir das Ganze natürlich und macht es wesentlich einfacher und schneller. Dann stanze ich mit dem Hund aus. Jetzt würde ich euch empfehlen, auch den zweiten Hund auszustanzen und danach erst drauf zu stempeln, weil wir wollen den ja jetzt spiegeln. Und jetzt stempeln wir hier auf unsere Klarsichtfolie auch diesen Hund auf. Da müsst ihr einfach ein bisschen vorsichtig arbeiten, weil man verrutscht da ganz gerne, weil die Folie ja glatt ist. Aber wenn man vorsichtig drauf geht, funktioniert das gut. Also halt, jetzt spiegeln wir das. Und zwar, ich heb mir das jetzt über meinen vorher gestanzten Hund und reibe da einfach mal überall drüber. Das ist von der Klarsichtfolie auf mein Papier drauf geht. Der Hund ist natürlich nicht so fest gestempelt, wie wenn ich ihn direkt aufstempel, aber ich finde, das macht nichts. Genau, also der ist eben etwas heller. Man könnte noch mit dem Marker hinterher gehen, wenn es einen stört. Die Folie kann ich jetzt natürlich sauber machen, entweder mit dem Zewa oder mit dem Feuchttuch. Dann natürlich erst trocken werden lassen. So, und jetzt wollen wir ja noch die Pünktchen machen. Genau, nochmal gleiches Prinzip. Genau, der Hund schaut jetzt ein bisschen anders aus wie der erste, aber so ist es ja auch in der Natur, dass jeder Hund ein bisschen anders ausschaut. Super, genau. Und schon habe ich das mit dem Spiegeln fertig. Jetzt ist es so, dass dieses Set, ich zeige es euch mal im Katalog, also wir haben ja jetzt hier den Frühjahrskatalog und da gibt es eben momentan noch diese Hunde. Und wenn ihr ein Hundefan seid, denke ich, ist das ein ganz tolles Set für euch. Ich fand am Anfang den Spruch hier ein bisschen komisch, aber jetzt finde ich ihn eigentlich ganz cool. Manchmal bist du der Baum und manchmal der Hund. Muss man ein bisschen überlegen, aber finde ich eigentlich ganz nett. Und das Ganze gibt es hier eben auch im Set, zusammen mit der Handstanze. Man kann beides einzeln kaufen oder miteinander. Dann ist es 10% günstiger. Kostet 38,50 €.
sind auch ein paar Muster natürlich immer mit dabei. Und ihr seht auch hier unten an den Katalogen, das ist ja immer alles in Originalgröße im Katalog. Und immer wenn es so hinterlegt ist, so wie hier mit diesem gelblichen Stich, dann gibt es eine passende Harnstanze dazu. Das steht da immer unten mit dabei. Das gleiche ist auch hier bei den Katzen der Fall. Die gibt es jetzt nicht im Set zum Vorzugspreis, aber kann man natürlich so einzeln beides kaufen. Und bei der Klarsichtfolie, das wollte ich euch noch zeigen, die findet ihr im Hauptkatalog. Also die wird auch gerne mal übersehen auf Seite 192. Das ist hier diese Klarsichtfolie für 6 Euro, 2 große Bögen. Genau. Ja, und dann habe ich das Ganze einfach nur noch aufgeklebt. Ich habe hier unsere neue Stanze verwendet, die wir momentan im März gerade noch im Angebot haben. Das ist diese Etikettenstanze, finde ich sehr schön. Ich mag ja so Etikettenstanzen immer gern. Die hat auch eine schöne Größe, wo man jetzt toll die Sprüche reinbringt. Und die findet ihr hier eben, aber ich verlinke euch den Flyer auch nochmal. Da gäbe es auch ein passendes Stempelset zu den Celebration Sets und eben auch diese Handstanze. Und die ist persönlich mein Favorit von dieser Aktion. Genau, jetzt wollte ich euch ja auch noch zeigen, wie das mit der Katze ist oder aussieht. Und zwar so. Bei der Katze habe ich auch wieder die gleiche Etikettenstanze verwendet. Die habe ich auch hinterlegt, also einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Wie funktioniert das? Zeige ich euch auch gern. Und zwar, ihr stanzt einfach das Etikett einmal in Weiß aus. Entweder vorher bestempelt oder nachher, wie ihr wollt. Und dann nehmen wir einfach noch eine andere Farbe. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Restbraun. Und jetzt ist es so, dass ihr diese... Ich brauche schnell eine Schere, dass ihr diese Stanze, die ihr hinten hinlegen wollt, entweder einmal quer oder da längs. Hoppla. Ihr könnt jetzt das natürlich auch so durchschneiden, dann könnt ihr jetzt das nach oben und unten verlängern. Aber ich will es jetzt eben hier zur Seite verlängern. Ich würde euch empfehlen, weil das ja hier immer breiter wird und wenn ihr es hinterlegt, schaut es dann hinten raus. Versucht es hier oder nehmt es hier einfach einen Millimeter weg. Das verschwindet ja eh dahinter, also man sieht es nicht, aber dann schaut es oben und unten eben nicht raus. Genau. Und dann könnt ihr, wenn ihr das bestempelt habt, das Ganze eben hier schön so hinterlegen. Und dann habt ihr aus einer Stanze eben 2 verschiedene Größen gemacht. Wie gesagt, geht auch nach oben, unten. Natürlich kann man auch wieder wie bei den anderen Stanzen das hier ja, so zum Beispiel nochmal reinlegen. Dann kann man nochmal eine andere Etikettengröße zaubern. Oder wenn man es hier von oben und unten reinlegt, dann hat man nochmal so eine Größe. Also das ist bei allen Etikettenstanzern möglich und die sind wirklich zum Empfehlen. Welche Form euch jetzt da am besten gefällt, ob die vom Hauptkatalog oder die, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag die auf jeden Fall echt gern. Ja, bei den Katzen ist es auch so, ich habe den Hintergrund mit der Big Shot geprägt. Da habe ich so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Kissenmuster oder so. Und hier habe ich die Katzen eben auch drauf gemacht. Die sind jetzt ein bisschen intensiver in der Farbe. Das liegt daran, dass ich da diesmal direkt die Folie bestempelt habe. Das heißt, ich habe die Folie bestempelt, aber natürlich nicht mit einem normalen Stempelkissen, weil das würde euch verwischen. Da braucht ihr das Days-On Stempelkissen. Das ist nämlich fest, da könnt ihr Folien und Glas bestempeln, ohne dass es verwischt. Weil das ist nämlich wasserfest. Ihr könnt natürlich auch normal aufs Papier drauf stempeln, also wie ein normales schwarzes Stempelkissen das Ganze verwenden, auch kein Problem. Wichtig ist, wenn ihr das kauft, braucht ihr auch einen Reiniger dazu. Weil durch das, dass es nicht wasserlöslich ist, lässt es sich natürlich auch im normalen Reinigungskissen nicht reinigen. Sondern das ist dann so, wenn ich jetzt angenommen diesen Hund, mal schnell sauber, wenn ich diesen Hund mit Stays On verwende, dann, ich benetze den dann ganz gern mal andersrum. Ihr könnt natürlich auch so in Stempelkissen reingehen, also wie es euch da lieber ist. Riecht übrigens sehr gut.
finde ich immer mega. Genau, und jetzt, wenn ich eben das Ganze bestemple, egal ob auf Folie oder sonst wo, und ich möchte danach wieder reinigen, dann gehe ich mit diesem Reiniger, der hat hier oben so ein Kissen dort, einfach da drüber. Das ist auf Alkoholbasis. Und dann kann ich jetzt normale Reinigungskissen reingeben, wie immer. Und dann geht die Farbe weg. Genau. Also wie gesagt, die zwei Dinge in Kombination sind natürlich auch toll, wenn ihr irgendwas mit Aquarelltechnik machen wollt, weil da verwischt euch die Farbe nicht, wenn ihr mit einem Aquapainter drüber geht oder mit dem Aquarellstiften, die ja aus Wasser oder mit Wasser zu tun haben. Genau, ich habe jetzt die Katzen dann eben auf die Glassichtfolie direkt gestempelt und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, also ich habe es dann nur auf weißes Papier aufgeklebt, also das ist jetzt hier. Ich habe die auf Folie gestempelt und habe es drunter einmal in Weiß gestempelt und habe es dann einfach so aufeinander geklebt mit einem kleinen Clou dort. Und dann schauen die natürlich intensiver aus. Da ist es auch so, dass ihr zuerst stempeln und dann stanzen könnt, weil ihr könnt es ja schön durchschauen und dann dreht man einfach eine Katze um. Genau, also die zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder ihr nehmt die Folie her zum Abpausen oder eben direkt zum Bestempeln, was euch da lieber ist. Die Glassichtfolie, vielleicht nochmal ganz kurz, die nehme ich auch immer für Schüttelkarten her. Also ich habe jetzt da letztes Mal zum Beispiel eine Schüttelkarte gebastelt mit so kleinen Blümchen und so. Und da wird auch diese Glassichtfolie verwendet. Das ist jetzt eine recht große Schüttelkarte. Oft macht man es auch in kleiner, indem dass man nur einen Kreis hinterlegt als Schüttelkarte. Also die Folie, die reicht wirklich lange. Außer ihr habt jetzt einen Großauftrag, dann solltet ihr ein bisschen mehr davon kaufen, aber eigentlich reicht da eine Packung immer ganz gut. Ja, ich hoffe, ihr seid mit meiner Anleitung klarkommen. Wenn nicht, gerne Fragen oder Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich abonniert, seid ihr in Zukunft immer auf dem Laufenden. Das heißt, wenn ich wieder neue Videos drehe, bekommt ihr da automatisch von YouTube Bescheid. Kostet nichts. Ich versuche euch da immer mal wieder neue Dinge zu zeigen. Ja, dann ansonsten einen schönen Tag noch und bis bald. Ciao!